Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir spielen heute Let's Play Super Mario Party für die Nintendo Switch. Das neueste super, super tolle Mario Party für die Nintendo-Konsole. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung hier geholt, weil alleine kann man zwar Super Mario Party auch spielen, ist aber nicht so spannend. Deswegen habe ich hier die Epo mit mir, den Eugen und den Axel, die, was heißt, unterstützen mich. Sie werden mich duellieren und wir spielen den klassischen Hauptmodus. Es gibt einen Haufen Modi im Spiel, 8 verschiedene tatsächlich. Wir spielen aber den Hauptmodus und jetzt suchen wir uns erstmal unsere Figuren aus, mit denen wir hier uns ins Getümmel stürzen. Und ich habe, weil ich den Test gemacht habe, schon ein bisschen gespielt und weiß, dass Shy Guy einen ziemlich coolen Charakterwürfel hat. Deswegen wähle ich mir den aus. Was nehmt ihr? Du, wer ist Player 2? Du bist Player 2. Jetzt muss ich nochmal fragen. Ich bin Player 2. Du bist Player 2, okay. Ich nehme Luigi, das heißt, weil ich mit dem immer sehr viel Unglück hatte. Genau. Genau. So, ich nehme Bowser Jr. einfach, weil er so einen bescheuerten Würfel hat. Ich mag den irgendwie. Okay, und die Ebro nimmt die Yoshi. Dann haben wir alle ausgewählt, ne? Aber irgendjemand? Okay. Ich muss nochmal bestätigen, okay. So, dann sehen wir hier auch schon die wunderschöne Oberwelt. Und Toadie begrüßt uns direkt mal. Sagt uns, dass alles bereit ist. Das ist wunderbar. Und oh, einklatschen. Es ist viel Bewegungssteuerung in den Minispielen drin. Die ist zwar nicht so rumfuchtelmäßig, wie das auf der Wii oft der Fall war. Allerdings kommt sie sehr oft zur Verwendung. Das heißt, wundert euch nicht, wenn wir die so machen oder sowas. Und wir spielen einfach auch mal Wump Domino Ruine. Das ist gleich das erste Spielbrett im Mario Party Modus. Also der Hauptmodus heißt genauso wie das Spiel Mario Party einfach. Wir machen 10 Runden. Das heißt, es wird ungefähr 60 Minuten sein. Das wird ein Zwei-Part-Let's Play. Die zweite Hälfte findet ihr dann auch auf der Website und auf YouTube und so weiter. Jetzt schaut ihr gerade den ersten Part. Und hier haben wir ja eine klassische Mario Party Map. So ein schönes Dschungel-Design, ein Dschungel-Theme. Wir haben die Wumms, wir haben natürlich Toad mit einer kleinen Schleife, der uns hier als Moderator und als Organisator durchs Spiel führt. Die Regeln, die brauchen wir uns jetzt nicht anschauen, wir kennen das Spiel ja alle. Das wäre jetzt für ein Let's Play vielleicht etwas uninteressant. Stattdessen würfeln wir gleich mal. Okay, komm schon. Ah, natürlich letzter. Tja, und natürlich ist das kein Glück, sondern es geht nach Können und deswegen darf ich anfangen und habe die 5. Deswegen ist Epo die zweite, weil sie halt die zweitbeste ist, ne? Natürlich. Und ihr müsst bestätigen, ne, Leute, wenn ihr, wenn ihr dran seid. Das kann man jetzt leider nicht hören. Ich versuche das mal bei Gelegenheit zu machen. Die HD-Vibration von den Controllern, die kann Geräusche auch machen. Und wenn man dran ist, dann macht es so einen kurzen Mario-Sound. Das ist wie Kopfhörer, die man hinters Ohr klemmt, die es auch gibt, die nicht ins Ohr gehen und den Sound durch Vibration auf die Gehörknochen, Kopfknochen überträgt. Und das machen die Controller hier auch. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Aber genug des Geredes, denn jetzt wollen wir in die Mario Party reinstarten und schauen mal, was uns da so erwartet. Von den 80 neuen Minispielen, die es insgesamt gibt, in verschiedenen Kategorien. Aber zuerst wähle ich hier meinen Shy Guy Würfel aus. Der hat nämlich 5-mal die Möglichkeit, eine 4 zu würfeln. Einmal eine 0, dann bleibe ich stehen, das wäre natürlich doof. Aber im Vergleich zum normalen Würfel ist es halt ein ziemlich, ziemlich guter Würfel. Den kann ich auch unbegrenzt einsetzen und dann, ja, hole ich mir natürlich die 4 ab und start los und guck mal, was mich erwartet. Okay, ich trigger gleich mal ein besonderes Ereignis, sodass die Wumms ihren Platz wechseln. Das ist am Anfang alles noch ein bisschen unspannend. Wir müssen natürlich erstmal ein bisschen Münzen sammeln, wie das halt so ist in Mario Party. Und hier sehen wir auch den besonderen Würfel, den Charakterwürfel von Yoshi, der unter anderem eine 7 hat. Und wenn man die würfelt, ist man natürlich ziemlich vom Glück geküsst und kann ordentlich nach vorne ziehen auf dem Spielfeld. Ich nehme den normalen Würfel. Ja, normaler Würfel ist natürlich immer so eine Sicherheit, ne? Ja. kann man wunderbar der 1 würfeln. Richtig. Der war mir viel gebracht. Aber es gibt 3 Münzen, also hey. So, ich nehme meinen kaputten Würfel. Ja, Bowser Jr. hat eine 9 halt mit drauf, ne? Ist schon ziemlich gut, aber man muss halt auch erstmal bekommen. Ach, oder man kriegt halt auch die 1, ne? Wenn wir jetzt hier im Partner-Party-Modus und ihr seid auf dem gleichen Feld, dann wird es tatsächlich nochmal Bonusmünzen geben. Aber es ist nicht der Partner-Party-Modus. So, und jetzt kommt das erste Minispiel und ich darf gleich mal gegen die 3 anderen beweisen, dass die 20 Stunden, die ich seit vorgestern gespielt habe, auch sich in meinen Skill zeigen.
Okay, ihr müsst den Roboter bewegen und zuschlagen jeweils, wo ihr sitzt, ne? Und ich muss euch ausweichen. Bist du schon nervös? Ich bin wahnsinnig hier. Ich zitter schon, ne? So nervös bin ich. Ja, ich weiß nicht mehr. So, oh Gott. Weiterlaufen, also mal schauen, gegen die CPU war ich auf jeden Fall übermächtig. Ja? Die haben mich nicht bekommen bisher. Einfach mal vortäuschen, links und rechts laufen. Ja, ja, ihr müsst euch wahrscheinlich absprechen, wenn ihr irgendeine Chance gegen meinen überkrassen Skill haben wollt. Scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, okay. Das sieht doch ganz gut aus. Ah, das ist voll gemein. Du bleibst einfach hier. Ja, nein! Das war natürlich nur der Respekt vor dem Super Mario Party Meister. Oh Gott. Nein, das ist tatsächlich sehr jetzt unterschiedlich. Jetzt langsam. Jetzt bin ich wirklich so schnell. Ja, ich schieb die Schuld auf den Piloten. So, dafür gibt's 8 Münzen für mich, ne? Aber Super Mario Party ist fair, sie haben trotzdem jeder 2 Münzen bekommen, obwohl sie ja eigentlich nichts geleistet haben, ne? Naja. Also sie haben was geleistet, aber nichts Gutes geleistet, ja? Und dass es dafür Münzen gibt, okay. Naja. So, und ich hole mir natürlich wieder die 4 ab, was sonst. Der Stern ist oben, also bezahle ich halt bei Rump 3 Münzen. Was soll's, ne? Ich habe ja genug. Ist ja kein Problem. Da kann ich mir nämlich direkt den ersten Stern holen. Die kosten nur noch 10 Münzen im neuen Mario Party. Also, lasse ich mir den natürlich nicht entgehen. Ja, völlig zu Recht freut sich der Scheiger. Er ist ja immer so ein bisschen ein gesichtsloser und fast schon diabolischer Charakter, ja, in den Mario-Spielen. Aber in Super Mario Party ist er wirklich toll. Also ich habe viele Spiele gegen die CPU bestritten als Shy Guy. Einfach weil er diesen geilen Würfel hat. Oh, und er wird direkt mir wieder vor die Nase gesetzt. Das ist ja fantastisch. Also sie wurde jetzt nicht mit ihrem nächsten Stern irgendwo ans andere Ende versetzt oder hinter mich. Nein, sie wird mir direkt nochmal vor die Nase gesetzt. Allerdings habe ich jetzt die Domino-Falle aktiviert. Ja, also ach, wie schade. Ja, für euch ist natürlich egal. Ja, eh alle noch irgendwo hinten herumkrebst, ja, wie das Spiel gerade auch ist. Und ich habe jetzt ein Feld verloren. Damit kann ich leben. Okay. Oh, jetzt haben wir ganz vergessen, den Sound mal vom Controller. Wenn ich nächstes Mal dran bin, versuche ich das mal hier an das Mikrofon zu halten, was hier neben uns hängt. So. Oh, nicht schlecht. Der Glückswürfel ist sehr cool, ja. Denn da kann man genau die gewünschte Würfelzahl auswählen. Wenn man jetzt auf ein bestimmtes Feld kommen möchte oder wenn man einfach mit 6 Feldern vorankommen möchte. Jetzt. Ja, es geht rasant nee, voran da hinten. Okay, direkt vor mir ist jetzt ein Pechfeld, das heißt, ich nehme schon mal nicht den Bowser. Oh ja, da hättest du halt eine 50% Chance, direkt auf dem Pechfeld zu landen, ne? Ach, Gott sei Dank. Ihr könnt froh sein, ne, dass ich für euch alle bezahlt habe schon mal. Beim Punkt, dass ihr jetzt da kostenlos durchgehen könnt. Also das finde ich auch völlig gerechtfertigt, dass ich hier der Beste bisher bin. Du musst jetzt eine 1 würfeln, Johannes. Ne, jetzt ist erstmal Minispiel. Denn wir haben ja schon die 2. Runde absolviert. Und diesmal treten wir alle gegeneinander an. Im zügigen Durchzählen, ja. Oh, ach nee. Das war, oh. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Das bestätigen. Ja. Ja. Der Eugen, der hat schon ein bisschen mitgespielt. Der hat es nicht schon mal bestätigt. Ich habe gerade eine Strategie durchdacht. Ich am besten vorgehen. Du, ich denke lieber mal, wie viele Toads da zu sehen sind. Okay. Denn jetzt war es sehr ruhig, weil wir uns ja alles sehr konzentrieren mussten. Bei dem Minispiel muss man hier durch diesen Orient Express laufen und die Toads zählen, was für die sitzenden Toads noch vergleichsweise einfach ist. Oh Gott, sind doch nicht mehr, oder? Bei den ganzen herumrennenden Toads allerdings, ja. Und natürlich habe ich es genau gewusst, dass es 28. Meine Strategie hat nicht funktioniert. Ja, eigentlich bin ich echt gut immer da, aber
Bist du gut im Zählen, ne? Ja. Okay. Hat ja nicht ganz geklappt. Aber wieder gibt's Münzen nicht nur für den verdienten Gewinner für mich, sondern auch für die unverdienten Nichtgewinner. Ja. Nee, ja, verdienten Nichtgewinner. Zweiter Platz hat jetzt auch wieder Münzen bekommen. Ja. Nur der letzte hat keine. Ja, wir kriegen deine Münzen, danke. Meine? Ja, bitte. Nee, ist seine. Achso. Ach, ich nehme. Ah, das ist langweilig, aber ich nehme wieder den Scheigerwürfel, einfach weil er so gut ist. Zack. Oh, da kriege ich, sehe schon, was ich bekomme. Ich bekomme einen Verbündeten. Sehr toll, sehr schön. Das heißt, dann komme ich noch weiter voran. Mal gucken, wer es wird. Yeah. Ich bekomme Donkey Kong an die Seite gestellt, der zwar die Möglichkeit hat, eine 10 zu würfeln, aber halt auch, gleich steht's da. Ja, okay, ich hab's vorhin sogar falsch gesagt. Er hat 2 Zehner, 5 Münzen. Ich habe ihn als Partner in der Partnerparty mal eine Runde lang gehabt und er hat halt einmal eine 10 gewürfelt und nur Nullen sonst. Also sein Würfel ist jetzt nicht so toll, auch wenn er erstmal vielversprechend aussieht. Aber auf jeden Fall bringt er mich voran, denn seine Würfelzahl wird jede Runde immer noch dazu addiert zu meiner und er spielt auch bis zum Ende des Spiels mit, also alle verbleibenden Runden. Das heißt, er wird mir wahrscheinlich eine große Unterstützung sein. Und die E-Pro holt sich auch gleich ab. Donkey Kong ist jetzt leider schon weg. Dafür gibt's Rosalina. Ich glaube, sie hat einen coolen Würfel. Ja. Doch. Ja. Oh. Geht schon. Zwei Münzen. Es gibt vor allem nichts zu verlieren bei ihrem Würfel. Jetzt habe ich den Sound gehört. Nächstes Mal versuche ich dann zu denken. Es ans Mikrofon zu halten. Okay. Jetzt geht's vom Axel doch auch mal voran. Jetzt läuft's. Ja. Ja, warte mal. Ja, wobei. Auch nein. Ach nee, das Ereignisfeld ist ja weg. Ich habe gedacht, das wäre immer noch da. Das ist in der Partnerparty, glaube ich so. Ich kann jetzt natürlich wieder eine 1 würfeln. Du hast ja auch ein Item, ne? Du kannst dich ja schon mal nach vorne boosten. Ja. Und je nachdem, was du würfelst, hast du 10 Münzen für einen Stern? Ich glaube schon, ja. Ja, Tatsache, du hast genau die 10, die du brauchst. Je nachdem, was du jetzt würfelst, könntest du sogar hinhauen, dass du direkt zum Stern kommst. Der ist nämlich gar nicht so weit weg. Ah, 4, okay. Ich weiß nicht, ob 7. Naja. Es steht ja immer mit dabei, also, doch. Ja, doch, du schaffst es. Nein, doch nicht. Naja, dann schafft er es. Nee, warte mal, ey. Steckt der Block. Also du bist vorne dran stehen geblieben. Ja, genau. Also ist noch ein Schritt vor uns. Ah, schade. Das heißt, ich werde dann den Chef wahrscheinlich. Ist okay. Außer du verlierst. Jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen ich noch habe. 8. Oh ja, außerdem ist das auch. Oh. Das habt ihr noch nicht gespielt, ne? Ihr müsst einfach in die Mitte rennen, das wird euch ja angezeigt zu so einem Podest. Au. Und dürft halt möglichst nicht ausrutschen, ist aber nicht schlimm, einfach weiter rennen, wenn er ausrutscht. Ja, mein Luigi hat noch die längsten Beine hier, ich hab voll den Nachteil. Die sind alle gleich schnell. Müssen wir gucken, ah ja, da, okay. Start! Ja, ich geh schon mal super toll los. Oh no. Ah. Oh nein. Oh, oh, oh. Verlaufen. Nein! Unnötig, ganz ehrlich. Ich hab das Gefühl, oh, yeah, 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 yeah. No. Yes! Nein, oh Gott, ich bin Zweiter, ich krieg auch noch was, aber. Aber er kratzt natürlich immer. Der ist halt erster Verlierer. Ne? Ja, richtig. Ah. Genauso so sehe ich das auch. Ja. Donkey Kong. Die Langbeine, ne? Ja, es sind wahrscheinlich doch die Langbeine. Ja, du bist über die Bananenschale einfach drüber gelaufen. Naja, 4 Münzen. 4 Münzen sind 4 Münzen mehr als keine Münzen, ne? Also. Ich habe zumindest genug Münzen, um mir jetzt direkt den zweiten Stern zu holen. Fantastisch. Und da ich ja Donkey Kong dabei habe, der noch zusätzlich würfelt, ist die Chance, dass ich es nicht schaffe, ziemlich sehr gering. Jetzt schauen wir mal. Also ich will auch die Würfel. Ich nehme jetzt den normalen Würfel, weil dann schaffe ich safe. Also selbst wenn ich eine 1 würfel, kommt nochmal vom Donkey Kong was dazu. Ja, locker. Denn die unterstützenden Würfel sind nicht die Charakterwürfel, das muss man dazu sagen. Da gibt es keine Möglichkeit, dass Donkey Kong eine 0 würfelt. So, natürlich nehme ich auch den Stern liebend gerne mit nach Hause. Er freut sich halt, aber ich finde... Der Schrei ist so witzig. Obwohl er ja eigentlich ein Bösewicht ist, man kann ihm nicht böse sein, finde ich. Weil er einfach auch ziemlich knuffig ist.
So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wo gibt es den nächsten Stern? Wieder gleich mit wahrscheinlich 10 Schritte weiter. Ja, wahrscheinlich einfach ums Eck. Oh ja, das sieht gut aus, da komme ich eh als nächstes vorbei. Wunderbar, ja, fantastisch. Es ist zwar ein bisschen weiter weg, aber es liegt auf der Route. Weil blöd ist dann immer, wenn der nächste Stern dann halt 3 Felder in der Vergangenheit hingesetzt werden. So, jetzt ist die Frage, hier komme ich auf ein Feld, hier komme ich auf ein Versus-Feld, das ist doch fantastisch, ich habe eh kaum Münzen. Denn hier müssen wir jetzt erstmal alle Münzen. Ja, wir müssen erstmal alle Münzen zahlen. Und dann wird aus dem Topf. Okay, jetzt. Jawohl, das ist fantastisch, weil wer so viele hat, zahlt so viele. Ich habe eh nur 2, also ich kann nur gewinnen, ja. Ja, sieht man, ich habe die ganzen Münzen, ja, immer. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, toll. Ich habe noch an ein anderes Spiel gedacht. Ich habe auch an ein anderes Spiel gedacht. Oha, hat euch gestaubt. Ich hätte euch jetzt ja verraten können, wie das funktioniert. Ne? Aber ja, stimmt. Wir hätten einfach nur leben müssen. Es war da gestanden, ja. So ist es nicht. Ach, das wird erstmal ein Luftballon. Naja, das ist wunderbar, weil jetzt habe ich wieder jede Menge Münzen direkt wieder. Fantastisch. Das ist übrigens nicht abgesprochen oder so, ne? Ich habe einfach echt Glück gerade. Ich würfel gerade einfach echt gut. Die Minispiele, gut, die kann ich halt, weil ich sie einfach jetzt alle mehrfach gespielt habe. Ich reiße euch alle ins Oh nein. Das ist fantastisch, weil jetzt seid ihr alle direkt erstmal wieder weg. Ich bin doch gerade erstmal da. Und ich bin der Einzige, der schon aus der Gefahrenzone raus ist. Ebru, Mann. Ey, hallo, ich kann gar nichts dafür, dass er da ist. Der Scheiße. Außerdem dürft ihr jetzt weiterlaufen. Ich bin jetzt wieder immer noch hinten. Das ist völlig normal. Ja. Also eigentlich nur ich Unglück. Das ist alles schon absolut richtig so. Ja. Holt euch mal einen. Perfekt. Ach, du kriegst jetzt auch einen Partner. Eben. Dann also dafür. Du dann noch mal besser. Eben dafür. Also jetzt darfst du dir eigentlich bedanken. Ja, danke. Danke. Wer wird's werden? Knochentrocken, hey. Außerdem. Das ist cool. Knochentrocken hat, glaube ich, auch einen ganz coolen Würfel. Mir ist gerade aufgefallen, Luigi hat genau den gleichen. Jetzt wollen wir erstmal das anschauen. Och ja. Das ist okay. Ja. Luigi macht genau den gleichen Ruf, wie ein Super Mario Odyssey beim Multiplayer macht. Wenn er einen zu sich herruft. Was macht denn das? Mit etwas Glück? Nutz es einfach. Du kannst dir. Alles klar. Du kriegst entweder Münzen oder im besten Fall sogar einen Stern. Du hast aber nichts zu verlieren. Ah, okay. Gut. Ja, jetzt bekommst du halt Münzen, also. Ja, nicht verkehrt. Du hast ja gerade das Spiel verloren. Ja. Kannst du dir vielleicht gebrauchen. Okay, eine 4 kann ich würfeln, das ist schon mal gut. Oh, ich werde natürlich nein. Wow. Das ist ja eine Du hast aber eher, du hast keinen Partner. Ja, ich hätte gerne einen Partner. Ah, du bist immer noch in der Gefahrenzone, das ist vor allen Dingen jetzt echt doof, ne? Je nachdem, was die anderen für einen eventuell Mist bauen. Mhm. Haut sich dann aus und nochmal jetzt zurück. Ich glaube, ich habe wieder Pech. Aber jetzt steht erstmal ein Minispiel an, totaler Durchblick. Das war's mit Bewegungssteuerung wieder. Deswegen sagt uns das Spiel auch hier senkrecht halten, Schlaufe anlegen, was wir natürlich immer tun. Und ja, hier geht es jetzt einfach darum, den Toad und auch die anderen Figuren scharf zu stellen, was wir hier gerade im Tutorial-Screen ein bisschen schwer fällt. Ja, das gibt's noch nicht. Kommen wir zum richtigen Spiel. So. Jetzt ist natürlich vollste Konzentration gefragt. Ja! Hier bekommt allerdings jeder Punkte, nur wer halt schneller ist, bekommt mehr Punkte. Der ist doch scharf! Der ist scharf! Ihr müsst ihn kurz im scharfen Bereich halten, dass er kurz winkt. Ja, genau. Oh, komm. Das ist ja voll schwer. Jetzt haben wir hier einen Spiky. Oder sind sie nur Spike? Ich weiß gar nicht. Alles klar. Nein! Das Feingefühl gefragt. Ich bin kurzsichtig. Oh. Ich sehe das nicht so gut. Ende! Ja, passt doch, ne? Ja, wer hätte das gedacht? Es wirkt vielleicht einseitig, aber ich habe die Minispiele jetzt halt einfach echt unzählige Male schon gespielt. Deswegen kenne ich sie halt ganz gut. So, 5. Runde. Mal schauen. Ich bin nicht mehr Letzter. Immerhin, ne? Ja. Man muss ja auch mit den kleinen Dingen zufrieden sein, vor allen Dingen in Mario Party. Außerdem gibt es ja noch Bonussterne, die ihr in Part 2 allerdings erst sieht. So, dann schauen wir mal.
Auch ja, noch 4. Und von Donkey Kong noch eine 1 dazu. Das sieht doch wunderbar aus. Der Stern ist unten. Oh, da nehme ich jetzt die rote Fläche in Kauf. Denn ich will ja den Stern bekommen. Und außerdem habe ich ja genug Geld, ne? Was soll's. Ist ja gar kein Problem. Vielleicht noch nicht noch eine 1. eine 9, dann roll ich dich. Ja, kommt drauf an. Was? Nee, du hast keinen Partner, ne? Das ist natürlich ja doof. Mit Partnern wäre es so eine Sache. Oder man kann auch mehrere Partner sammeln. Also man kann bis zu 4 haben. Wenn man dann 4 hat und weitere aufsammelt, dann muss man jemand anderes dafür wieder wegschicken. Aber dann geht es halt wirklich voran. Ne? Also dann ist man halt oft im hohen Zweistelligen. Also im hohen Zweistelligen ist Quatsch, aber so bei 16, 17 Schritten, was dann oft zustande kommt. Oh, Gott sei Dank. Och, super. Nee. Zumindest auf einem blauen. Ja, alles gut. Zumal also eigentlich kannst du noch, du lässt uns jetzt versauen wieder. Immer nur eins mit. Es ist ja nur noch da vorne Ich könnte den Würfel nehmen. Aber wobei, ich glaube, da kannst du sogar entscheiden, in welche Richtung. Ja, ja. Das andere Feld. Vielleicht wärst du schlau und gehst nicht nach ja da vorne. Das wird dir ja selber auch schaffen. Oh. Nein. Schaffst du dich selber, wenn du das machst. Ja. Sehr edel von dir, dass du da die 3 Münzen in Kauf nimmst. So, schon wieder ein Minispiel, hey. Okay, wir beide gegen euch beide. In eisigen Höhen, okay, wir müssen jetzt Eisblöcke zu großen Eisskulpturen schaben. Jetzt habe ich schon wieder den Sound vergessen, das darf ich wohl sein. Ach so, okay. Das schauen wir einfach drauf los oder haben wir eine Strategie? Ja, Strategie. Okay, dann eine Strategie. Du fängst erstmal an. Wir müssen halt übereinander und dann aufhören, ne, wenn es weggeht. Pass auf, jetzt mache ich hier erstmal. Warte mal. Jetzt hörst du mal auf. Jetzt stapel ich nämlich. Nein. Hör auf. Oh, Alter. Ach, ich bin ja rechts. Oh Gott. Ich habe mir noch gedacht, warum machst du denn. Oh, ja, gut, jetzt haben wir es. Nein, wir schaffen das noch. Komm. Ich hab nichts mehr. Mein Eis ist leer, das ist nicht unbegrenzt. Das hast du alles links geschafft, oder? Oh Gott, ich war jetzt so drauf festgelegt, dass ich links bin. Das war ja nicht mal knapp, jawohl. Das ist überhaupt nicht gerafft, dass ich auf der rechten Seite bin. Das ist bei Mario Kart schon schlimm, ne? Anfangs sah es ja ganz gut aus und ich dachte, du weißt, was du machst. Nee, ich weiß, was ich mache, aber ich hab's versaut. Oh Gott. Achso, ihr. Jetzt. High Pfeifen die auch. Ja. Oh Gott. Das waren jetzt auch die ersten 5 Runden. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut, denn die zweiten 5 Runden spielen wir dann im zweiten Part. Und da könnt ihr dann hoffentlich, wenn ich dran denke, auch endlich mal den Sound hören, den ich kurz ans Mikro halte, den die Controller von sich geben, wenn man dran ist. Schaltet ein zum zweiten Teil und dann erfahrt ihr, wer der Superstar in Super Mario Party für Nintendo Switch wird.